Hallo ihr Lieben, ich habe in meinem letzten Video ja ziemlich viel gemeckert und mich aufgeregt über die Verlage und wie doof alles ist und das war schon ein sehr negatives Video. Deswegen dachte ich mir, wir starten in das neue Jahr mit etwas Positivem und etwas Lustigem und deswegen mache ich heute die Flip the Page Challenge von der lieben Sarah von A Court of Wanting Books. Sarah hat diese Challenge wiederum von Jessie the Reader aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und ja, ich mache diese Challenge jetzt mit euch. Ich wollte sie schon seit Wochen und Monaten machen, seitdem ich sie gesehen habe bei ihr und ich habe immer gedacht, das ist ein Tag, aber nein, es ist eine Challenge und die machen wir heute. Und ja, ich baue mir jetzt ein neues Leben. Das neue Jahr hat angefangen. Mal gucken, was 2020 für mich so bereithält und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ja, ich fange jetzt an und die allererste Aufgabe ist, du bekommst eine neue Identität. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, gehe zur richtigen Seite und der erste Name, den du siehst, wird dein neuer Name. Gut, ich habe hier, keine Ahnung, 150 Millionen Zettel vorbereitet. Ich habe immer Regalbretter gezählt, von links nach rechts, von links oben nach rechts unten. Und das Regal, was in der Stube steht, habe ich auch noch mit reingenommen, weil sonst einige Bücher fehlen würden. Und ja, dann halt immer von oben nach unten gezählt und dann halt die Bücher rüberwärts. Und ja, mal gucken, wie mein neuer Name aussehen wird. Ich ahne Schlimmes. Okay. Reihe 23, Buch 9, Seite 279. Reihe 23, weiß ich, ist in der Stube. Ich bin gleich wieder da. Okay, so. Da bin ich wieder, weil ich weiß, ich habe hier 18 Buchreihen. Und alles, was über 18 ist, ist drüben in der Stube. Deswegen Reihe 23, Buch 9. Wie Mond ist in Silbern von Marissa Meyer. Seite 279. Ich habe halt auch immer versucht, die Buchseitenzahl relativ niedrig zu halten, weil ich immer nicht wusste, ob die Bücher so viele Seiten haben. So, Seite 279 ist so eine kurze Seite. Mein neuer Name ist Cinder. Ich heiße jetzt Cinder. Das finde ich cool. Damit bin ich einverstanden. Und ja, also mein neuer Name ist Cinder aus Wie Monde so Silber. Ich heiße Cinder. Machen wir weiter. Es wird Zeit, um aus dieser Stadt rauszukommen. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen und der Schauplatz des Buches wird deine neue Heimat. Neun, zwei, 46. Wieso liegst du eigentlich hier unten? So, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 46. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Gott, ob das gut geht. Lass uns nochmal den... Das finde ich cool. Also, ne? Und der Schauplatz des Buches wird deine neue... Warte mal. Es wird Zeit, um aus dieser Stadt rauszukommen. Nimm das Buch, zu dem die Zahlen führen. Und der Schauplatz des Buches wird deine neue Heimat. So, jetzt ist die Frage. Der Schauplatz des Buches ist ja im Prinzip Hogwarts. Aber Seite 46 beginnt mit dem Fuchsbau bei der Familie Weasley. Was ist denn jetzt meine Heimat? Hogwarts oder der Fuchsbau? Eigentlich der Fuchsbau, weil es geht ja um die Seitenzahl, auf die ich bin, ne? Also ist der Fuchsbau der Familie Weasley mein neuer Heimatort. Finde ich cool. Ich finde den Fuchsbau echt cool von Familie Weasley. Ansonsten alternativ der Schauplatz des Buches Hogwarts. Den nehme ich doch auch super gerne in meine Auswahl. Ja, aber rein theoretisch Seite 46 wäre der Fuchsbau der Familie Weasley. Ist der erste Schauplatz, der auf dieser Seite steht. Cool. Also ich heiße Cinder und wohne im Fuchsbau bei Familie Weasley. Oder ich habe so einen Fuchsbau wie Familie Weasley, besser gesagt. Das finde ich schon mal ganz nice. Gut, machen wir weiter. Du hast es schon eingelebt, aber jetzt brauchst du einen Job. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen und kreiere aus dem ersten Objekt, das du siehst, einen Job. Ach du Scheiße. Das erste Objekt, was ich sehe, einen Job kreieren. Okay. 1, 5, 266. 1 ist mein Jennifer L. Armentrout Regal. 5,
1, 2, 3, 4, 5 ist Fall with me. Seite 266. Das erste Objekt, was ich sehe, einen Job kreieren. Ach du Scheiße. Muss ich da jetzt oben anfangen oder einfach in die Seite gucken? Es gibt hier kein Objekt. Irgendwie auf dieser Seite. Ha! Das Bett. Das Bett ist das erste Objekt auf dieser Seite. Es tut mir leid, aber das ist eine Seite, wo die nur, naja, ihr wisst schon, tun, wo da drüber geschrieben wird, dass sie und so. Deswegen, das erste Objekt auf dieser Seite ist das Bett. Ein Job aus einem Bett, naja, ich verkaufe Betten bei Ikea oder so. Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich bin Bettenverkäufer für Frischverliebte und so. Ich verkaufe Betten. An Muggel anscheinend. Also, ja, ich bin Bettenverkäufer. Was macht denn mein Hund da drin? Milo? Ich bin gleich wieder da. Hallo, mein Name ist Zinder. Ich wohne im Fuchsbau und ich verkaufe Betten an Muggel. Das ist mein Leben. So ist es. Weiter mit dem nächsten. Du hast deinen Job angetreten und Gefühle für einen Arbeitskollegen, Kollegin entwickelt. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und der erste Name, den du siehst, wird die Person sein, in die du dich verliebst. Okay. Gucken wir mal. Oh Gott, was habe ich denn jetzt hier auf meinem Handy gedrückt? Ah, ich habe irgendwas gedrückt, keine Ahnung. So, wartet. Okay. 12.4.301. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist ganz unten. Das vierte Buch. 1, 2, 3, 4. 301. Hat das Buch über 301 Seiten? Oh Gott, hat es. Okay, wir haben Diamonds for Love, wenn dein Herz in Flammen steht. Ne, betörende Blicke. Und der erste Name, auf den mein Blick fällt, Sebastian. Sebastian wird mein Mann heißen, was ziemlich gruselig ist, weil mein Bruder so heißt. Kann ich einen anderen Namen bitte haben? Ich will nicht, dass mein Mann so heißt wie mein Bruder, aber ein anderer männlicher Name steht hier nicht auf der Seite. Gut, dann heißt mein Zukünftiger, an den ich mich verliebe, Sebastian oder Sebastian, je nachdem, wie man es ausspricht. Wir sprechen es Sebastian aus. Das ist dann nicht ganz so gruselig wie Sebastian, weil man gesagt, mein Bruder heißt so. Das ist so ein bisschen... Ew. Es ist Sebastian. Ich verliebe mich in Sebastian. Wir verkaufen zusammen Betten an Muggel. So, okay. Sebastian und ich sind jetzt totally in love. Wie geht es jetzt hier weiter? Wartet. Fünftens. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und das erste Schnipseldialog wird das erste sein, das du zu deinem Schwarm sagst. Das kann jetzt nur in die Hose gehen. Ich weiß es. So. Wie rum? So rum? 11, 6, 83. 11 ist hier oben drüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 183. Ich hoffe, dieses Buch hat so viele Seiten. Gerade so. Danksagen der Autorin. Das kann ich auch weiter. Wir gehen einfach eine Seite. Wir nehmen einfach statt der 183 die 182. Aber 183 ist halt hier Danksagung der Autorin. Damit ihr seht, dass ich euch die anscheiße. Wir nehmen halt einfach jetzt die 182 und gehen eine Seite zurück. Und das Erste, was ich zu meinem Schwarm sagen werde, ich habe immer gehofft, dass ich dich irgendwann einmal wiedersehe. So, gar nicht so verkehrt, ne? Ich meine, wir sehen uns ja jeden Tag auf der Arbeit und verkaufen zusammen Betten. Aber man kann ja sagen, ich habe immer gehofft, dass ich dich irgendwann einmal wiedersehe. Vielleicht hat er ja gekündigt, wer weiß das schon. Okay, also ich sage zu Sebastian, dass ich mich freue, ihn wiederzusehen. Ja, das ist doch eigentlich ganz nett. Also... So verkehrt finde ich das jetzt nicht. Warum liegst du denn hier eigentlich um? So. Okay, also ich habe jetzt Sebastian kennengelernt und ja, machen wir mal weiter mit sechstens. Sechstens. Dieser erste Satz hat Eindruck hinterlassen und ihr seid verliebt. Zeit für den nächsten Schritt, die Verlobung. Aber ein Ring ist viel zu teuer. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und mit dem ersten Objekt, das du siehst, wirst du den Antrag machen. Okay. Warum muss ich eigentlich Sebastian den Antrag machen? Kann er das nicht?
6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ist ganz unten. 8, oh Gott. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wieso habe ich hier eigentlich nur Liebesromane? Ich habe jetzt Verliebte Mr. Daniels. Seite 19. Das erste Objekt, was ich sehe. Beatles-T-Shirt. Ja, finde ich gut. Sebastian ist offensichtlich Beatles-Fan und ich mache ihm mit einem Beatles-T-Shirt einen Antrag. Finde ich gut. Doch, doch, das finde ich gut. Ein Beatles-T-Shirt ist doch eine super Alternative. Beatles-T-Shirt, ja gut. Beatles-T-Shirt ist ein Objekt. Ich mache meinen Antrag mit einem Beatles-T-Shirt. Das passt wenigstens zusammen. Nur, dass wir im Fuchsbau wohnen, das passt irgendwie immer noch nicht so. Naja. Gut, also ich heiße Cinder, arbeite im Bettenhaus, verkaufe Betten an Muggel, wohne im Fuchsbau mit Sebastian dann vielleicht jetzt demnächst. Und ich mache ihm einen Heiratsantrag. Ich mache einen Heiratsantrag mit einem Beatles-T-Shirt. Eigentlich finde ich das echt eigentlich ganz cool. So, muss ich mal ehrlich sagen. Ich finde das jetzt eigentlich nicht verkehrt. Also es hätte mich jetzt echt weitaus schlimmer treffen können, ne? Okay, siebtens. Wir sind bei der Hochzeit angelangt. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und der erste Schnipseldialog wird der Anfang deines Gelübdes sein. Okay. Da hätte jetzt der erste Satz, den ich zu ihm gesagt habe, ja gepasst. Ich bin froh, dich wiederzusehen. Okay. 20, 3, 175. Warte mal, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 muss rüber. Moment. Das wird ja spannend. Okay, ich habe Fire and Frost von Ellie Blake. 175. Das wird ja jetzt spannend. Okay, das erste, was ich in meinem Ehegelübde sage, ist: Mir würde es was ausmachen, wenn du stirbst. Du verfluchter Dummkopf. Ich würde dich vermissen. Ey, das passt voll! Das passt voll! Es ist cool! Das ist voll cool. Kann man noch anfangen. Mir würde es was ausmachen, wenn du stirbst, du verfluchter Dummkopf. Ich würde dich vermissen. Es geht ja eigentlich noch weiter. Genauso wie ich dich vermisst habe, als du plötzlich tagelang verschwunden warst und ich keine Ahnung hatte, ob und wann du je wiederkommen würdest. Passt. Finde ich gut. So kann man sein Ehegelübde doch starten. Mir würde es was ausmachen, wenn du stirbst, du verfluchter Dummkopf. Nehmen wir jetzt nur den ersten Satz oder nehmen wir komplett alles? Weil das ist halt schon sehr lang, ne? Huch, jetzt ist die schon wieder umgefallen. Der erste Schnipseldialog. Also müssen wir wirklich den kompletten Dialog nehmen. Also ich trage es noch einmal im Ganzen vor. Mir würde es was ausmachen, wenn du stirbst, du verfluchter Dummkopf. Ich würde dich vermissen, genauso wie ich dich vermisst habe, als du plötzlich tagelang verschwunden warst und ich keine Ahnung hatte, ob und wann du je wiederkommen würdest. Aber er heiratet mich ja jetzt. Also hoffen wir mal, dass er nicht wieder einfach verschwindet. Der gute Sebastian. Weh, er haut nochmal ab. Cool. Aber das passt gerade in dem Kontext, wenn er vorher tagelang verschwunden war. Doch, 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 das passt alles perfekt zusammen. Und es ist schon wieder umgefallen. Meine Güte, bleib doch mal stehen. Doch, ey, das passt super. Hallo. Okay, jetzt musste ich mal fix den Akku wechseln. Ja, machen wir weiter. Nach der Hochzeit und meinem Ehegelübde ist es Zeit für die Flitterwochen. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und die Location des Buches wird der Ort für deine Flitterwochen sein. Okay, die Location des Buches. Bitte eine schöne Location. Bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Möchte eine schöne Hochzeitsreise. 14, 1, 291. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh Mann! 1, 291, die Location des Buches. Wir kennen sie alle. Ist Kerch. Hier, da. Da verbringe ich meine Flitterwochen. In Kerch.
Ich verbringe meine Flitterwochen in Kerch. So, da bin ich wieder. Ich musste jetzt ungefähr eine halbe Stunde unterbrechen, weil ich keinen Platz mehr auf der Speicherkarte hatte. Und da musste ich erstmal alles auf den Rechner speisen. Und in der Zeit war ich jetzt mit dem Hund draußen. Also, wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde später wie eben. Wir waren gerade dabei, dass ich meine Flitterwochen in Kerch verbringe. Ja, ist eine schöne Insel. Kann man mal hinfahren zum Flittern. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht am Ende mit leeren Taschen und Koffern und so halt zurück nach Hause fährt, weil in Kerch gibt es ja ganz viele Diebe und alles. Also, ja. Ist aber an für sich eine coole Stadt, muss ich schon mal so sagen. So, und jetzt habe ich Brillenabdrücke auf der Nase, weil ich gerade die Brille auf hatte. Machen wir weiter mit dem nächsten. Eure Hochzeitsnacht ist ein bisschen eskaliert. Ihr erwartet ein Kind. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und der erste Name, den du siehst, wird der Name eures Kindes sein. Ich habe ein bisschen Angst. Sieben ist hier oben. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 237. Gott, was waren denn da für Namen bei das Juwel? Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Also, das Juwel, 237, und der erste Name, den ich sehe. Es gibt keinen Namen auf dieser Seite. Ich lese es mal von oben. Es steht kein Name auf dieser Seite. Es steht kein Name auf dieser Seite. Ich nehme jetzt einfach mal, weil das war ja jetzt die Seite, ich nehme jetzt einfach mal die. Das ist ja auch geil. Er wird ja mich verarschen, es steht doch auf dieser Seite kein Name. Da sind halt nur so Umschreibungen wie er und der junge Mann. Gut, ich blätter mal eine Seite weiter. Ich würde mich freuen, dass hier drei Seiten lang kein Name steht. Es steht hier einfach kein Name. Würde mich rollen. Es steht auch hier kein Name. Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Seite 237. Pass auf, ich nehme jetzt einfach und schlage das Buch irgendwo auf. Und hoffe, dass da jetzt ein Name steht. Violet. Da, Violet. Da steht Violet. Ich habe jetzt Seite 348 aufgeschlagen. Und mein Kind wird ein Mädchen und es wird Violet heißen. So, nachdem vier Seiten lang einfach mal kein Name hier steht. Ihr könnt es gerne nachlesen. Weder auf Seite 236, 37, 38, 39 steht ein Name. Also, ich habe jetzt einfach aufgeschlagen 348. Ich werde ein Mädchen bekommen und es wird Violet heißen. Damit bin ich äußerst zufrieden. Ja, doch, Violet ist eigentlich ein cooler Name für ein Mädchen, finde ich. Ja, ich bekomme ein Kind. Oh mein Gott. Also, ich bekomme nicht wirklich ein Kind, ne? Also, hier in meinem Zukunftsleben bekomme ich ein Kind. Nicht, dass jetzt noch einer denkt, ich bin wirklich schwanger. So, bin ich schwanger. So, gut, also wir haben ein Kind und das heißt Violet. Was passiert als nächstes? Wir reisen 5 Jahre in die Zukunft und euer Kind wünscht sich ein Haustier. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und das erste Tier, das du siehst, wird euer neues Haustier. Und wenn kein Tier da ist, das erste Objekt, das das Tier ersetzen wird. Das ist ja interessant. Ich habe hier so viele Zettel drin. Ich habe viel zu viele Zettel geschrieben. Aber ich wollte halt ein bisschen Auswahl. 4, 3, 98. 1, 2, 3, 4... Das dritte Buch, 1, 2, 3, das ist das hier. Wir haben Rock My Dreams, Seite 98. Halt. Falsche Richtung. 97, 98. Okay, es wird ein Gegenstand. Zählt ein Baum? Das war das Erste, was ich gelesen habe. Baum. Ja, also
Es wird einen Baum bekommen, mein Kind. Mein Kind wird einen Baum aus Haustier haben und es wird ein kleines Bäumchen in einem Topf sein. Und diesen Topf kann man dann ja überall hinstellen. Und ja, den kann sie sich dann ins Fenster stellen oder keine Ahnung wohin und den kann sie hegen und pflegen, den Baum. Mein Kind kriegt einen Baum. Ist ja auch nicht verkehrt. Natur und so. Ist doch schön. Ein Baum. Mein Kind kriegt einen Baum als Haustier. Was ist das denn? Arme kleine Violet. Sie kriegt einen Fliederbaum oder so. So ein Fliederbusch. Passt wenigstens dann zum Namen. Ja, also mein Kind hat dann einen Baum als Haustier. Einen Baum. Was Blödes, ey. Naja, egal. Einen Baum. Also die kleine Violet spielt dann immer mit ihrem Bäumchen. So. Euer Kind geht zur Schule und wird wahrscheinlich gemobbt, weil es einen Baum als Haustier hat. Nimm das Buch, zu dem nicht die Zahlen führen, und kreiere aus den Wörtern von dieser Seite einen Schulnamen. Ach du. Einen Schulnamen kreieren. 17, 4, 110. 6, 12. 13, 14, 15, 16. 17, 4. Du Scheiße. Spinnenbeute 110. Könnte eine gefährliche Schule werden. Ach du Kacke. Also ich soll einen Namen aus den Wörtern dieser Seite einen Schulnamen. Ach du Heilige. Das wird die Bria Xavier Schule. Die Bria Xavier, Schwester der Genevieve, Schule der fünf Messer oder so. Ich habe keine Ahnung. Wie soll man denn hier einen Schulnamen draus machen? Ja doch, eigentlich finde ich das gar nicht verkehrt. Bria Xavier, Schwester der Genevieve, fünf Messer Schule. Da lernen sie auf jeden Fall Selbstverteidigung. Ich könnte die Zwerge eigentlich auch hier noch irgendwie reinkriegen, oder? Ja, wir können sie ja nennen, die Bria Xavier, Schwester der Genevieve, fünf Messer Schule für Zwerge. Bezieht sich dann auf die kleinen Kinder, die Zwerge. Irgendwie so. Das ist das Dümmste und Erste, was mir einfällt. Also ja, wir nennen sie die Bria Xavier, Schwester der Genevieve, fünf Messer für Zwergen Schule. Das ist der Name, wo Violet mit ihrem Bäumchen dann hingeht. Das Bäumchen kann sie dann nämlich mit in die Schule nehmen. Weil es ist ja in einem Topf, der Baum. Gott, ey. Bria Xavier, Schwester der Genevieve, fünf Messer Zwergenschule. Gut. Gut, haben wir das. Oh Gott. Okay, zwölftens. Du hast dich dazu entschieden, einen YouTube-Kanal zu eröffnen. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und erstelle aus einem Wort auf der Seite dein Kanalthema. Thema. Ach du Kacke. Kanalthema. Ich habe hier einfach zu viele Zettel drin. 22.8.255. Da muss ich mal kurz rüber. Okay. Das wird ja interessant. Wir haben von Sophie Jordan Rückkehr des Lichts, der zweite Teil der Königreich der Schattenreihe, Seite 255. So, ich solle jetzt daraus ein Kanalthema erstellen. Ja, also es geht hier auf der Seite auf jeden Fall um Essen. Gut, ich denke, Essen wird das Thema sein meines YouTube-Kanals. Weil es geht hier um Küchenmädchen, die in der Küche rumliefen und Essen machten und Oberflächen putzten und ich machte mich an die Arbeit und zerrte Körbe mit Essen und Kisten voller Vorräte an den Rand des Raums. Also mein Thema wird Essen sein auf dem YouTube-Kanal, was ich echt okay finde. Da kann Klein Violet mit ihrem Bäumchen auch immer kommen und kann mitmachen. Essen. Essen ist ein gutes Thema. Habe ich Glück gehabt. Okay, also mein YouTube-Kanal wird sich mit dem Thema Essen beschäftigen. Cool. Machen wir weiter. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und kreiere aus den Wörtern auf dieser Seite deinen Kanalnamen.
Ich bin doch so schlecht in sowas kreieren. Ein Kanalnamen für das Thema Essen. Scheiße. 18.3.277, das ist hier ganz unten. Na super. 18.3, Seite 277. Ein Zombie-Buch, super. Aus den Wörtern dieser Seite einen Kanalnamen. Guck mal, das ist doch gut. Der leichte Schinkenduft wetteifert mit dem Geruch nach Staub und toter Maus. Schon mal, hier ist schon mal, also den Schinken müssen wir auf jeden Fall einbauen und die tote Maus eigentlich auch. Also, wir haben ja auch noch eine salzige Schweißperle. Die finde ich eigentlich auch ganz nett. Kriegen wir das denn jetzt irgendwie zusammen? Wir nennen den Kanal einfach von Schinkenduft, Schweißperlen und toten Mäusen. Ich gebe dir sonst nichts, wo man irgendwas draus machen könnte. Da steht ja auch, die sind immer noch in der Küche. Also ich könnte Küche auch irgendwie einbauen. Wir nennen den Kanal Schinkenduft in der Küche. Das ist doch ganz einfach. Das hat was mit Essen zu tun. Ich glaube, wir nennen den Kanal einfach Schinkenduft in der Küche. Das ist, glaube ich, ganz einfach. Und die tote Maus lassen wir einfach weg. Oder wir nennen den Kanal von Schinkenduft bis tote Maus. In dieser Küche ist alles dabei. Wäre jetzt eine Alternative. Entscheidet ihr, wie der Kanalname heißen soll. Also entweder heißt er einfach Schinkenduft in der Küche oder der Kanal wird heißen von Schinkenduft bis tote Maus. In dieser Küche ist alles dabei. Ach du Kacke. Ich bin ja für das Erste, das klingt nicht ganz so gefährlich, obwohl das mit der toten Maus eigentlich lustiger ist. Okay, gut. Also wir haben einen Essens-YouTube-Kanal, der sich mit Schinken auf jeden Fall befasst. Ja, yeah, gut. Okay, machen wir weiter. Also wir haben den Namen, wir haben das Thema. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen und der erste Schnipseldialog wird deine Begrüßung in deinen Videos sein. Ja, das kann ja jetzt nur schief gehen. 8, 9, 64, 7, 8. Okay, so viele Bücher stehen hier nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Feuer und Flut. Von Victoria Scott, Seite 64. Der erste Dialog wird meine Begrüßung sein. Macht sie auf. Das ist der erste Dialog auf dieser Seite. Hier. Hier ist kein Dialog aus Tier. Und da heißt, macht sie auf. Das wird dann so, hallo und herzlich willkommen. Macht sie auf, die Tür zur Küche mit Schinkenduft und toter Maus. Oder so. Ja, okay, also ich werde sie begrüßen mit, macht sie auf. Was ja eigentlich passt, wenn man jetzt von der Küche redet, wo die Tür vielleicht zu ist. Man könnte ja dann so ein Intro machen, so, wo man einfach so die Küchentür aufmacht und dann dahinter kommt so eine fancy Küche zum Vorschein. Das wäre cool. Ja, doch, doch, das passt schon irgendwie. Macht sie auf. Ich hätte gerne das Tier hier draus gehabt. Vielleicht hätte ich dann Fox gekriegt. Hieß der Fox? Der kleine Fuchs, der schwarze? Ich glaube, ne? Auf jeden Fall, ja, wäre hier ein cooles Tier auf jeden Fall drin gewesen. Ja, aber gut. Wir machen... Macht sie auf. Das ist meine Begrüßung. Kurz, knackig, das prägt sich ein. Hallo und herzlich willkommen von Schinkenduft bis toter Maus. In dieser Küche ist alles dabei. Und ich sage, macht sie auf. Hey, los geht's. Das geht ab. Oh, ist das doof. Aber irgendwie passt's, ne? Also irgendwie passt schon ein bisschen zusammen. So ein ganz kleines bisschen passt es schon. So. Okay, also wir haben unseren YouTube-Kanal und er kann so nur ein Erfolg werden. Eieiei. Okay, machen wir weiter.
Du hast dich dazu entschieden, ein Buch zu schreiben. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und kreiere aus den Wörtern auf dieser Seite einen Buchtitel. Okay, jetzt schreibe ich auch noch ein Buch. Wahrscheinlich über Essen. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein Buch über Essen schreiben. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. 1.9.242. Zähle ich jetzt das, was ich schon rausgenommen habe, mit? Nee, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Das ist The Deadlist, Seite 242. Oh, guck mal, ich würde den Satz als Titel übernehmen. Am Ende des Tunnels wartet ein Erdbeersmoothie. Das ist doch ein super Titel für ein Buch. Also ich finde es super. Am Ende des Tunnels wartet ein Erdbeersmoothie. Das fände ich ein cooler Titel. Das ist das, was sie hier sagt. Am Ende dieses dunklen Tunnels wartet ein Erdbeersmoothie auf mich. Und ich finde, das ist echt ein cooler Buchtitel, wenn man sein Buch nennt. Am Ende des Tunnels wartet ein Erdbeersmoothie. Man könnte es jetzt auch nennen, Der Doktor und sein Aquarium. Würde mir jetzt hier auch noch spontan zu dieser Seite einfallen. Also ja, wir können ja mal abstimmen. Seid ihr für Der Doktor und das Aquarium? Oder Am Ende des Tunnels wartet ein Erdbeersmoothie? Ich finde den Erdbeersmoothie ja eigentlich cooler, auch wenn das jetzt halt aus dem Buch rausgeklaut ist. Aber mein alternativer Titel wäre Der Doktor und das Aquarium. So ganz spontan. Okay. Ich merke, ich habe sehr viel, wo ich mehrere Möglichkeiten habe. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr besser findet. Ich bin ja für den Erdbeersmoothie. Der Doktor und das Aquarium. Da könnte man einen schönen Thriller oder sowas draus machen. Okay, ich habe meinen Buchtitel. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und die erste Zeile, die du siehst, wird deine Eröffnungszeile in deinem Buch sein. Okay, die erste Zeile, die ich sehe. Mal ein bisschen durchschütteln hier. So. 8, 4, 227. 7, 8. 4, 1, 2, 3, 4. So, 227. Die erste Zeile, die ich sehe, wird das. Die erste Zeile, die ich sehe, wird der Eröffnungstitel meines Buches sein. Okay. Wartet, ich mach mal. Die Limousine hatte zwei Sitzbänke, von denen die vordere entgegen und die hintere in Fahrtrichtung zeigte. Das ist ein guter erster Satz. Das finde ich einen super ersten Satz. Die Limousine hatte zwei Sitzbänke, von denen die vordere entgegen und die hintere in Fahrtrichtung zeigte. Könnte tatsächlich ein erster Satz sein. Also, doch, das passt, das läuft. Und dann nach dem Tunnel kommt ein Erdbeersmoothie. Die Limousine könnte ja in einen Tunnel fahren. Ja? Und wenn sie aus dem Tunnel rauskommt, ist da ein Erdbeersmoothie. Ein Geschäft, wo man Smoothies kaufen kann. Und man kann dann aussteigen nach dem Tunnel aus der Limousine und gönnt sich einen Erdbeersmoothie. Wäre doch ein super Einstieg in eine Geschichte. Oh Gott, mein Bücherturm hier ist echt krass hoch. Bitte nicht umfallen. Okay, Plot-Twist. Der Grund, warum du eine neue Identität gebraucht hast, ist der, dass ein Killer dir auf den Fersen ist. Da du jetzt eine bekannte YouTuberin und Autorin bist, hat er dich gefunden. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und der erste Name, den du siehst, wird der Name des Killers sein. Okay, wer will mich schon umbringen? Aber ich wohne ja immer noch in Hogwarts oder im Fuchsbau. Es wird schwierig für den Killer. Okay. 21.4.306. 21 ist wieder drüben, ich bin gleich wieder da. Okay, 21.4. Grisha. 306. Der erste Name, den ich sehe. Der Dunkle. Der Dunkle ist mein Killer. Oh, scheiße. Der kommt auch nach Hogwarts und der kommt auch zum Fuchsbau. Ja, der Dunkle ist, ja, der könnte mich tatsächlich töten, selbst wenn ich in Hogwarts wohnen würde. Kacke!
Okay, also der dunkle will mich töten. Ich muss das jetzt mal anders stapeln hier, das nächste. So. Oh wei, oh wei, oh wei. Scheiße. Okay. Machen wir weiter. Also der dunkle ist mir auf den Fersen. Okay. Eines Tages bereitest du dich auf ein Video vor und plötzlich greift dich dein Killer an. Nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und das erste Objekt, das du siehst, wird der Mordgegenstand sein. Okay, mit was wird der Dunkle mich töten? Oder werde ich den Dunklen töten? Weiß es nicht. Oh. Ich habe eindeutig zu viele Zettel gemacht. 2, 7, 199. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scandal Love, Seite 199. Okay, der erste Gegenstand, den ich sehe, wird mein Mordgegenstand sein. Ah, ein bisschen heller hier. Okay. Ein Rucksack. Ich werde mit einem Rucksack getötet oder ich töte mit einem Rucksack. Das weiß ich ja jetzt gerade noch nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Rucksack, der Mordgegenstand. Wenn er schwer ist, kann man damit schon jemanden erschlagen. Oder man erwürgt jemanden mit den Tragegurten. Das geht schon. Ich werde mit einem Rucksack getötet. Oder ich werde töten. Ich weiß es gar nicht. Werde ich jetzt töten oder werde ich getötet? Lasst es uns herausfinden. Wer fällt dem Rucksack zum Opfer? Ich glaube, ich. Ja, ich werde mit dem Rucksack getötet. Denn das Letzte ist, nimm das Buch, zu dem dich die Zahlen führen, und die erste Zeile wird auf deinem Grabstein stehen. Okay. Da muss ich wieder rüber. 209, das Reich der sieben Höfe, Seite 218. Was wird auf meinem Grabstein stehen? Leute. Okay, der erste. Ist das jetzt der erste Dialog, den ich sehe, oder der erste Dialog auf der Seite? Wartet, lasst mich mal gucken. Die erste Zeile wird auf meinem Grabstein stehen. 218 war es, ne? Ja. Okay, also entweder ist es, also die erste Zeile ist, während der Himmel sich in Orange- und Rottöne verfärbte. Also das ist so die zweite Hälfte von einem Satz von der Vorseite. Das ist jetzt ein bisschen doof. Der nächste Satz wäre, in der Ferne auf den Hügeln, nahe beim Wald, flackerten Feuer auf. Das fände ich jetzt besser, als während sich der Himmel orange und rot hin verfärbte. Wir nehmen einfach den ersten vollständigen Satz, und der ist halt, in der Ferne auf den Hügeln, nahe beim Wald, flackert Feuer auf. Das klingt wie irgendein Code. So, auf meinem Grabstein steht so ein Codesatz so. Findet den Schatz, wenn du weißt wo. In der Ferne auf den Hügel, nahe beim Wald, flackert ein Feuer auf. Gut, das wird auf meinem Grabstein stehen. Das passt jetzt überhaupt nicht da rein, ne? Das passt nicht zum Buch. Das passt nicht zum YouTube-Kanal. Das passt nicht zu Violet mit ihrem Bäumchen. Okay, ja, das wird auf meinem Grabstein stehen. In der Ferne auf den Hügeln, nahe beim Wald, flackert ein Feuer auf. Gut. Macht überhaupt keinen Sinn. So 0,000 Sinn. Einfach so. Gar keinen Sinn macht das. So gar nicht, gar nicht.
Oh, es ist bescheuert. Okay, gut. Aber das steht auf meinem Grabstein. Es ist halt so, wie es ist. Ja, das war die Challenge mit meinem Leben. Das war mein bewegtes Leben, was wir uns jetzt hier Januar 2020 zusammengebaut haben. Also fassen wir nochmal zusammen. Ich habe einen Mann, der Sebastian heißt. Ich werde ein Kind haben, was Violet heißt, mit einem kleinen Bäumchen als Haustier. Ich werde einen YouTube-Kanal haben, wo es sich um Essen dreht. Alter. Und ich werde ein Buch schreiben mit dem Titel Der Doktor und das Aquarium oder Am Ende des Tunnels wartet der Erdbeersmoothie. Ja doch, das finde ich gut. Und der Dunkle wird mich mit einem Rucksack töten. Und wie bescheuert ist das? Oh mein Gott. Aber es ist schon irgendwie lustig. Also ich muss sagen, teilweise passt es wirklich echt gut zusammen. Aber teilweise ist es halt auch einfach echt Unsinn. Oh mein Gott. Naja, egal. So, das war mein bewegtes Leben. Ich habe noch so viele Zettel übrig. Also hier, ich habe einfach zu viele Zettel geschrieben. Wenn ihr Bock auf eine zweite Runde habt, ich heb die Zettel mal auf. Wenn ihr Bock auf eine zweite Runde habt, dann schreibt es in die Kommentare. Dann kann ich gerne nochmal eine Runde machen und gucken, was dann für eine Geschichte rauskommt. Und ja, ich verabschiede mich jetzt bei euch und ich mache es jetzt mal wie die Sarah. Die Sarah hat nämlich noch einen Zettel gezogen und dann den ersten Dialog als Verabschiedung genommen. Und das mache ich jetzt auch. Wartet. 14, 8, 156. 13, 14. 8. Okay. Das Vermächtnis der Grimms. 156. Das kann jetzt nur Kacke werden. So. Ja. Der erste Dialog. Was ist hier nur los? Und damit verabschiede ich mich bei euch und ich bedanke mich immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und was ist hier los, verdammt? Bis dann. Tschüss.